Monatswette oder die Zweierwette spielen. Nur die Dreierwette, die gibt es in diesem Fall nicht, dafür mehr wie die Viererwette. Schauen wir uns die Pferde mal an. 10 sind es ohne die Nummer 11. Das Pferd ist ein Nichtstall. Die 1 oder da mit Regina Vogt. Es folgt die Nummer 2, das ist Cheese Hot Legs mit Markus Chris. Die Nummer 3 trägt Phenomeno mit Mario Wittmann. Die 4 Double Chance mit Marie Lindinger. Die 5 Brillant, Jens Rufenberg, das Pferd war am Donnerstag, also diese Form noch nachzutragen bei der Nummer 5 Brillant. Es folgt die 6 Noble Admiral mit Eduard Siedel. Die 7 dann Höwix Jimmy mit Martin Holzschuh. Die 8 Bluebird mit. Zum fünften Rennen. Den schnellsten Antritt hat Noble Admiral zusammen mit Double Chance und Höwix Jimmy. Dahinter dann Brillant. Das sind die ersten 4 und so geht es dann auf die Reise. Knapp 2 Kilometer sind zu absolvieren. Marie Lindinger im grünen Dress hat sich erst einmal durchsetzen können. Mit Double Chance führt sie das Feld durch den ersten Bogen. Dahinter folgt dann Noble Admiral, Höwix Jimmy auf dem dritten Rang. Dahinter folgt dann an der Außenseite Brillant, gefolgt von Phenomeno. Dann sieht man Peter Hofer, so geht's auf die Gegenseite. Dahinter dann Bluebird, She's Hot Legs und Amor Rosso. Ganz am Ende Licht oder Nacht. So geht's die Gegenseite lang. Vorne fast nun gleich auf. Double Chance und an der Außenseite, da liegt Höwix Jimmy. Dahinter folgt dann auf dem dritten Rang Noble Admiral. Der Rest muss erst einmal den Anschluss wieder herstellen. Viertplatziert ist dort Brillant. So geht es durch den Akkordschaubogen. Dahinter folgt dann Phenomeno an der Innenkathedrale. 16 Uhr, die erste flotte Zwischenzeit. Sie sehen es, das 10er Feld ist noch dicht beieinander. Noch keine Ausfälle zum Glück, aber richtig viel Spannung. 1200 Meter noch bis zum Ziel. Vorne bahnt sich der Führungswechsel an. Double Chance an der Innenkante jetzt überlaufen, denn an der Außenseite, da geht der längste Außenseiter, der zweitlängste Außenseiter im Feld nun an die Spitze. Das ist eine Sensation. 1000 Meter noch bis zum Ziel, dahinter dann Noble Admiral, gefolgt von Brillant und Peterhofer, dahinter dann Phenomeno. Ganz am Ende weiter, oh la la. 19:0 war die nächste Zwischenzeit. An der Spitze Double Chance mit Höwix Jimmy an der Außenseite, hält sich hier tapfer. Drittplatziert ist Noble Admiral, dahinter immer noch die kleine Lücke bis zu Brillant auf dem vierten Rang, dahinter folgt der Phenomeno und Peterhofer. Dahinter versucht Bluebird nun in der dritten Spur anzugreifen, dann sieht man She's Hot Legs, gefolgt von Amoroso und Olala. Vorne an der Spitze und verändert Double Chance und Höwix Jimmy. Gibt's denn das? Der Außenseiter macht hier momentan die Konkurrenz richtig nass und geht jetzt in Führung. Geht vorbei zu Beginn des Sackabschlussbogen. Höwix Jimmy, dahinter dann Double Chance, kann hier nicht das Tempo mitgehen. Wird jetzt auch überlaufen an der Außenseite von Noble Admiral. Und in Kürze ist die Zielgerade erreicht. Es war die 1, rot, die 1. Oder war es raus und Höwix Jimmy hat nicht mehr weit bis zum Ziel. 303 für 10 und da kommt keiner mehr. Oder reicht das noch für die Verfolger? Höwix Jimmy kurz vor dem Ziel, dahinter dann Bluebird. Höwix Jimmy macht's. Das ist eine Sensation. Dahinter dann Bluebird, gefolgt von Amoroso und schießt Hot Legs. Also wenn Sie die Viererwette getroffen haben, dann können Sie jetzt schon alle einladen, denn das wird richtig Geld geben.
nicht nur ganz allein auf dieser Rennbahn, sondern der wird jetzt, wenn er darauf gesetzt hat, auch richtig reich werden können. Auf Sieg schon. 303 für 10. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum ersten Erfolg in diesem Jahr. Alexander Radovan ist Besitzer und Trainer und Martin Holzschuh, der darf sich feiern lassen und es gibt verdient nun Blumen und natürlich viele Gratulanten, die sich freuen mit Höwings Jimmy. Also das Rennen wird ihm in Erinnerung bleiben. Na klar, ein Sieg mit diesem 7-jährigen Pferd, das ist schon natürlich eine tolle Sache. Und vorher gab es 3 Erfolge, aber in diesem Jahr ist es der allererste und damit hatte keiner gerechnet. Höwings Jimmy und Martin Holzschuh, verdienter Applaus für den Überraschungssieger des Tages.